Persönliches Logbuch des Commander Ray Pinscher, Sternzeit 3308-0604. Ja, ganz herzliche intergalaktische Grüße von dieser Stelle, der Boswell Terminal Station, meiner Heimatstation, wo ich gerade mal, wie ihr seht, wieder an meinem Lieblingsort der Bar sitze und gerne mal den Gesprächen der NPCs etwas lausche und meinen Gedanken nachhänge. Ja, ganz besondere Grüße auch an dieser Stelle an Michel, dem ich ja in den Kommentaren versprochen hatte, dass ich mich im Video 90 persönlich zu seiner Expertise, kann man schon sagen, mal äußern möchte, die ich sehr gut fand übrigens. Vielen Dank dafür. Und das werde ich jetzt tatsächlich mal gemeinsam mit euch versuchen zu lösen. Er hat mir ein paar nette Anregungen gegeben, was Anzug-Upgrades angeht, welcher Anzug überhaupt interessant ist, aus welchen Gründen, welche Waffen-Upgrades speziell Spaß machen bei auch interessanten Missionen und so weiter. Und das werde ich mir jetzt natürlich genau überlegen, denn ich stehe ja genau an der Stelle, wo ich mich mit einem Upgrade auseinandersetzen möchte. Deswegen habe ich ja schließlich in den letzten Missionen die ganzen Materialien gesammelt. Aber bevor ich da hinzu übergehe und ein Upgrade mir beim Ingenieur hole, würde ich euch gerne mal ein ganz tolles Tool vorstellen. Auch dafür ein herzliches Danke an meinen Freund Alter Schwabe, der mir dies ja ans Herz gelegt hat. Den ED-Material-Helper nämlich. Ihr kennt ja das Problem, wenn er rumläuft, auf den Siedlungen sammelt und sammelt und sammelt und sammelt und ohne Ende kommt da Material und Zeug zusammen und kein Mensch weiß, für was braucht man das eigentlich? Kann man das gebrauchen? Braucht man das tatsächlich wirklich? Kann man es eventuell gegen was anderes eintauschen? Und diese ganzen vielen Fragezeichen, die sich mit dieser Riesenliste da auseinandersetzen, die kann man mit diesem Tool ganz hervorragend managen. Ja, und deswegen würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze mal in der Praxis an. Ich schalte dazu mal um. Im Hintergrund seht ihr hier, habe ich schon geöffnet. Ich lasse dazu einfach mal ein bisschen den Sound der Bar weiterlaufen. Vielleicht erfahren wir ja noch was Nettes an Gesprächen bei den zwei Herrschaften, die da neben uns stehen. Ja, ich mache das Ganze mal jetzt von hinten. Ich habe es bereits laufendes Programm. Ich persönlich bevorzuge für mich hier die Portable-Version, die also nicht installiert werden muss. Die kann einfach direkt als Exe-Datei gestartet werden und die kann man sich entsprechend downloaden, kostenlos. Ist eine Open-Software und an dieser Stelle auch von hier herzlichen Dank an den Programmierer, der sich die Mühe gemacht hat. Das ist ein wirklich tolles Tool. So, wenn ihr sie habt, dann könnt ihr hier mal kurz draufklicken. Ich versuche es jetzt mal andersrum. Hier kann man eine Spende hinterlassen, wenn man ihn unterstützen möchte, was ich gerne dann auch machen werde als nächstes. Denn ich finde, so eine gute Software sollte echt mit ein bisschen Geld auch belohnt werden. So, dann kann man hier draufklicken. Das ist sozusagen die Anlaufseite. Könnt ihr ja hier oben mal gucken. Schreibt ihr euch einfach mal auf. GitHub.com und so weiter. Oder ich verlinke es euch einfach im Video. Weiß ich noch nicht. Mal sehen, wie ich es hinkriege. Und wenn ihr die aufgerufen habt, dann geht er hier rüber, und zwar hier auf die Releases, und dort könnt ihr einfach mal auf den Link klicken und dann kommt er hier auf diese Seite und hier könnt ihr euch dann die Version raussuchen, die eventuell interessant ist. Ich habe hier die genommen, die Portable Version. Aktuell seht ihr ja, bei Erstellung des Videos ist die 1.73. Guckt halt öfters mal hin. Wenn es eine neue Version gibt, kann man die ganz einfach ja von hier aus downloaden. Dann entpackt man eben dieses ZIP-File und die Exe-Datei kann man dann entsprechend starten. Und die läuft dann unter der Java-Betriebssystem-Oberfläche. Soweit zum Downloaden des ganzen Systems. Im Hintergrund habe ich jetzt das Ganze nochmal hier laufen. Was macht das Tool eigentlich? Ihr seht, auf der linken Seite gibt es hier eine ganze Menge solche Tabs. Ingenieurfreischaltungen zum Beispiel. Dort könnt ihr gucken, welche Ingenieurin ihr bereits freigeschaltet habt, was als Zugang alles gebraucht wird und wie weit sie von dem aktuellen System weg ist, in dem ihr euch bewegt. Ihr solltet euch auch anmelden, das habe ich auch gemacht. Und dann ist es genauso wie bei Inara. Dann wird der aktuelle Standort ermittelt.
Und ihr bekommt die gesamten Daten hier genauso eingelesen wie bei Inara und könnt hier entsprechend gucken, wie viele Einheiten ihr von irgendetwas selber besitzt. Aber gehen wir mal der Reihe nach durch. Hier drüben haben wir, wie gesagt, die entsprechenden Ingenieure, was an Zugängen da ist. Die kann man hier alle der Reihe nach aufrufen und sich das entsprechend dann angucken. Und so gibt es für alle möglichen Sorten etwas. Zum Beispiel die Anzüge, wie die aufgestaltet sind, wie die Upgrades sind. Alles könnt ihr hier gucken, euch einschalten und entsprechende Informationen euch abrufen. Das wäre zum Beispiel für mich interessant, als nächstes mal über den Anzug der Upgrades von 4 auf 5 nachzudenken. Dann kann ich hier sofort erkennen, aha, das sind alles Dinge, die brauche ich dafür. Welche Modifikationen kann ich hier dafür machen? Und kann sie auch gleich so einer Wunschliste hinzufügen. Dann habe ich das im Überblick nachher, wie einfach dann die Materialien zu sammeln sind. Ja, und so kann man das, wie gesagt, für alle Anzüge hier machen, für Anzugmodule, die es dann als Erweiterungen gibt, die kann man sich hier raussuchen. Seht ihr, zusätzliche Munitionskapazität, das wäre ja für mich die nächste Option. Dafür habe ich alles Material inzwischen hier komplett zusammen. Das wird dann auch in grün gleich dargestellt. Und wo man eben die Blaupausen bekommt und was es bedeutet, diese entsprechende Aufrüstung. Das finde ich also eine wirklich tolle Sache. Kann man sich hier für alle möglichen Dinge komplett alle Informationen abrufen. So, in der Mitte gibt es hier verschiedene Tabs. Teilweise sind sie noch in der Beta-Phase, wie hier der Handel. In der kompletten Übersicht, die man hier schaltet, kann man jetzt Waren, Daten und Assets, das sind also so tauschbare Geschichten, die kennt ihr ja. Beim Bartender gibt es ja für diese drei Abteilungen jede Menge einzelne Tauschobjekte, die man dann hin und her tauschen kann. Davon sollte man natürlich möglichst keine verkaufen, sondern sie dann, wenn schon sinnvoll, beim Bartender zum Tauschen einsetzen. Die werden auch hier in dem Tool direkt speziell so abgehandelt. So, und jetzt kommt das eigentlich Geile an dem Ding. Alles, was irrelevant ist, das wird hier blau dargestellt. Alles, was man gebrauchen kann für irgendetwas, wird weiß dargestellt. Sodass man also hier auf einen Blick sofort erkennen kann, wenn man beim Bartender seine Materialien loswerden möchte und immerhin eine ganze Menge Geld dafür auch bekommt, was man problemlos verkaufen kann und auch ohnehin nicht mehr braucht. Dadurch kann man natürlich die Kapazitäten, wie ihr seht, bei mir hier schon ziemlich am Limit. Von 1000 möglichen habe ich hier schon 877 an Waren in meinem Lager. Bei den Daten ist es nicht ganz so viel und bei den Assets sind es auch schon 676. Aber es gibt halt auch noch jede Menge Waren, die ich unsinnigerweise mit mir rumschleppe, die eigentlich nur Geld bringen. Aber was heißt nur? Manchmal sind sie richtig toll. Nur mal ein Beispiel. Makelloses Fossil. Wenn ich hier mal drauf hovere, dann seht ihr, geht sofort ein neues Fenster wieder auf. Und da bekomme ich weitere spannende Informationen zu diesem Ding. Na, bleibt doch mal stehen. Oben zum Beispiel sofort erkennbar das Tauschverhältnis. Wenn ihr das Ding zu Geld machen wollt beim Bartender, mal ganz locker und schlappe, 100.000 Credits. Wo man das findet, die Wirtschaft und am meisten gesammelt an Orten. Und das finde ich eine besonders spannende Liste, denn das gilt für jedes einzelne Material, nicht nur für Sinnloses, sondern natürlich auch für gebrauchte Sachen. Da findet man immer solche Sachen, wenn man da hinfliegt und gleichzeitig hinten in Klammern kann man ablesen, wie viele Lichtjahre das vom aktuellen Standort, wo ihr euch gerade befindet, weg seid. Das finde ich also wirklich toll und hilft natürlich. Und oben könnt ihr bei den Rezepten zum Beispiel nochmal sehen, wo dieses Material genau eingesetzt wird, wofür es gebraucht wird und wie viel davon. Also besser als Übersicht kann man sich gar nicht wünschen. Das geht weit über das hinaus, was das Spiel intern an Möglichkeiten der Informationsweitergabe da beinhaltet. Ja, ich persönlich finde das eine ganz geile Sache hier. Und so kann man sich das entsprechend einstellen. So, dann gibt es zum Beispiel Wunschlisten. Das ist ein anderer Tab. Da habe ich mir jetzt mal eine hier angelegt, zum Beispiel für ein Zielfernrohr, was ich gerne haben möchte. Und da kann ich zum Beispiel sofort erkennen, aha, was brauche ich noch, wie viel ist davon verfügbar und wie ich am nächsten dahin komme. Ich sehe, hier kann ich noch nichts machen, weil entsprechende Ingenieure noch nicht freigeschaltet sind.
Extra Munition im Anzug hatte ich mir auch definiert. Und da ist ja zum Beispiel jetzt der Jude Navarro, das wäre ja der Ingenieur, wo ich als nächstes hin will, hier schon angezeigt. Auch die Entfernung und was ich hier damit machen kann, die entsprechenden Komponenten. So habe ich das dann direkt hier oben im Überblick und muss mir das nicht mühsam erst heraussuchen. Man kann es hier von drüben dann, wenn man hier was eingestellt hat, direkt seht ihr, zu der eigenen Wunschliste hinzufügen. Über Options kann man hier eine eigene Wunschliste erstellen, die könnt ihr dann benennen, wie ihr wollt, und kopiert dann eben die Dinge hier rein, die ihr für euch gerade als wichtig erachtet. Das gleiche gilt für den Loadout Editor, da kann man hier die Anzüge hinzufügen, ne? Kann sich das alles so zusammenbauen, dann seht ihr auch im Überblick genau, wie das Ganze aussieht. Und genau das werde ich dann gleich mal machen, indem ich den Maverick-Anzug und den Dominator-Anzug beim Waffenhändler in dem Falle mal gegenüberstelle und mir mal die Werte anschaue, wie die sich verhalten. Denn es ist ja nicht nur wichtig, wie schnell sich ein Schild wieder aufbaut, also die Regenerationszeit ist beim Schild, sondern auch wie er zum Beispiel von der Widerstandsfähigkeit her ausgestattet ist. Der kinetische Widerstand, der Plasmaresistente und so weiter. Und da finde ich persönlich, ist der Dominator-Anzug natürlich schon noch mal eine Ecke besser ausgestattet. Der Schild baut sich nicht ganz so flink auf wie bei Maverick, das gebe ich zu, sehe ich auch so. Kann in unterschiedlichen Spielsituationen durchaus vorteilhaft sein. In Kampfmissionen, die ich als nächstes machen möchte, nämlich auf der Oberfläche, mir von Frontier Solutions mir Aufträge hole, da möchte ich ja gerne den Dominator-Anzug benutzen. Und da würde ich sagen, sieht das doch noch hier zum Teil einfach ein bisschen besser aus als bei dem Maverick-Anzug, wenn man jetzt mal von derselben Ausstattung ausgeht. Ich habe sie ja beide inzwischen auf 4 stehen und insoweit kann ich sie dann auch ganz gut vergleichen. Ja, ihr seht also, dieses Tool ist Gold wert und genau damit werde ich als nächstes jetzt, bevor ich irgendwas anderes mache, hier an der Bar, wo ich mich ja befinde, mal zum Bartender gehen und werde mal gründlich meinen Rucksack, in Anführungszeichen, mein Lager hier entleeren. Also, ich hoffe, es war ein bisschen hilfreich für euch, war natürlich eine ganz andere Form von Mission diesmal, aber ich fand, das ist es wert, dass ihr das kennenlernt, denn dadurch macht das Spielen und Sammeln und alle diese Dinge einfach noch sehr viel mehr Spaß und das ist ja das Wichtigste, der Spielspaß. In dem Sinne, ich melde mich dann nochmal kurz, wenn ich entrümpelt habe. Bis dann, tschüss! So, dann mal auf zum Bartender. Erstens habe ich Durst, brauche dringend nach dem vielen Gequatsche jetzt mal ein anständiges Bierchen, gell? Und dann würde ich gerne mal mit dir ein bisschen in eine Transaktion gehen. Wie sieht's aus, Lacey Decker? Nun, wie kann ich Ihnen heute helfen? Ja, eben, ich hätte gern mal ein Bierchen, ein frisches, und dann würde ich gerne mal einige Gegenstände bei dir loswerden. Hm? Hast du Bock drauf? Was immer Sie verkaufen möchten, können Sie hier loswerden. Das dachte ich mir. So, das will ich euch natürlich jetzt nicht antun, hier die ganze Arie. Das schneide ich jetzt dann gleich raus. Aber nur mal so, damit es irgendwie mal interessant wird. Ich habe inzwischen natürlich hier auf der Bosville-Station schon mal wieder so ein bisschen Ware hin und her transportiert. Abbaumissionen kennt ihr ja schon, ne? Mein Kontostand ist also aktuell, bevor ich jetzt hier meine überflüssige Ware verkaufe, 1,5 Milliarden und naja, den Rest lassen wir mal da hinten weg. 1,574, das sollte mal genügen. Vielleicht bewegt sich's ja noch ein bisschen nach oben. Mal schauen. Also. So, meine lieben Freunde, ihr seht, ich habe jetzt alles mir hier zusammengepuzzelt, was an überflüssigen Daten sich bei mir so angesammelt hat. Und schaut mal her, was ich so sinnlos mit mir rumgeschleppt habe, unabhängig davon, dass ich mein Lager damit eigentlich voll gepfropft habe, macht das mal eben schlappe 18,2 Millionen Credits. Ja, und das ist echt der Wahnsinn. Nun, wenn man das Ganze hier vernünftig machen will, guckt man halt beim Bartender hier rein. Die Materialienliste ist hier oben die erste. Die sollte man zumindest mal, soweit es nicht weiter dramatisch ist, in Ruhe lassen. Denn das sind alles Materialien, die man später eventuell
tauschen kann miteinander, um andere davon zu bekommen. Das habe ich euch ja schon gezeigt. So, dann geht's los mit den Waren. Und hier seht ihr ja überall, wie viel ich davon überall verschiedenerweise hatte. Ein paar Sachen, seht ihr, die habe ich drin gelassen. Und das sind die, die man zum Beispiel dann für bestimmte Dinge brauchen kann. So, wie funktioniert das jetzt mit dem Tool auf der anderen Seite? Ich habe es noch offen. So bin ich auch vorgegangen. Habe hier die Übersicht mir eingestellt. Und dann hier oben, das ist wichtig, da sollt ihr unbedingt mal draufklicken. Solange ihr auf Alle und Standard stehen habt, werden euch hier unten sämtliche Materialien aufgelistet, die in diese Kategorien gegliedert. Zum Beispiel hier die Waren, ne? Dann kommen hier mit den anderen Symbolen die Materialien, die man untereinander tauschen kann. Das geht bis hier hin. Und dann kommen unten drunter, auch wieder mit einem Extra-Symbol, die ganzen Daten, die man überall laden kann. Und die sind einmal so in ja, lila und einmal in weiß dargestellt. Alles, was in weiß dargestellt ist, wird gebraucht für irgendwelche Dinge. Und alles, was in blau schon mal dargestellt ist, wird auf jeden Fall garantiert gar nicht gebraucht. So, und jetzt habe ich das, einfach um das ein bisschen übersichtlicher zu gestalten, hier oben gefiltert nach irrelevant. Dann werden alle Weißen rausgenommen und das Ganze wird auch ein bisschen vernünftiger strukturiert. Und da seht ihr zum Beispiel gerade bei den Daten, wenn ihr das runterscrollt, dann bekommt ihr die alle schön nebeneinander, müsst nicht dauernd hin und her scrollen, könnt ihr das so hinstellen und habt zwei Tabellenspalten nebeneinander, die auch jeweils von A bis Z durch alphabetisiert sind, aufsteigend. Ne? Man muss also nicht so und so und so und so lesen, sondern immer die beiden Spalten einzeln und kann dann immer hier gucken, aha, um welches Material handelt es sich. Man bekommt es ja normalerweise auch hier hinten dann angezeigt, was man davon hat. Ich bin dann halt immer so vorgegangen, dass ich mir hier im Spiel die Liste vorgenommen habe, das Material angeguckt habe, schnell wieder rübergesprungen bin, verglichen habe, ob es hier irgendwo zu finden ist, wenn ja, wieder zurück und entsprechend dann einfach hier hinzugefügt. Bei den Weißen habe ich es dann nochmal überprüft, wie viel ich da eventuell von brauche und habe den Rest natürlich dann trotzdem verkauft. Es ist sicherlich ein bisschen mühsam. Ich wünschte mir, dieses Tool wäre in der Lage, automatisch auf Knopfdruck alles, was überflüssig ist und illegal ist, auf einen Knopfdruck sofort beim Bartender so als extra Knopf hier zu verkaufen. Das wünschte ich mir wirklich. Denn das ist eine wahnsinnige Liste an unübersichtlichem Krempel. Ich verstehe gar nicht, warum man das so aufgeblasen hat. Vor allen Dingen, da es ja doch eine ganze Menge überhaupt nicht gebrauchter Materialien gibt. Und das hat kein Mensch im Kopf, wenn er da unten auf so einer Siedlung rumläuft und einen Schrank leer macht. Aber nun gut, ich finde es toll, dass es zumindest so ein Helferlein gibt. Und ihr seht, mal abgesehen davon, dass das Lager dadurch geräumt wird, lohnt sich's finanziell natürlich auch. In dem Sinne, machen wir das jetzt. Klar, das nehme ich. Aber hallo, ne? Okay. Ja, war nett mit dir. Ich würde sagen, ich hätte gern noch ein Bierchen. Setz mich wieder an meinen alten, angestammten Platz da hinten. Bringst du mir gleich, ne? Alles klar, tschüssi. Sie zählen zu meinen Lieblingskunden, Kommandant. Ich weiß, deswegen komme ich auch immer gerne wieder hier hin. So, dann nehmen wir hier wieder Platz. Und ich darf mich bei euch verabschieden. Hoffe, es war hilfreich und ihr werdet es genauso toll empfinden und es nutzen und damit den Spielspaß für unser geliebtes Elite erhöhen. Also, macht's gut, Leute. Bis bald. Tschüss.